Namaste und einen wunderschönen sonnigen Tag wünsche ich dir. Mein Name ist Danielle Janang und wir haben heute Dienstag, den 8. Juni 2021. Meine Stimme geht etwas und ich habe einen dringenden Impuls von innen heraus, diesen Podcast zu machen, denn wir kommen in eine ganz wichtige Sonnenfinsternis am 10. Juni, Neumond. Und diese Sonnenfinsternis am 10. Juni, am Neumond, ist wirklich spektakulär. Denn es sagen viele astrologische Quellen, dass eine solche Konstellation im 21. Jahrhundert nicht mehr vorkommen wird. Eine ringförmige Sonnenfinsternis. Ja, das ist ein ganz schicksalhaftes Naturphänomen und bedeutet den Anfang von einem neuen menschlichen Zyklus auf der Erde. Und die lieben Seelen vom Urania-Zentrum, ja, schreiben auch darüber, dass also das letzte Mal so eine Sonnenfinsternis mit ähnlichen Konstellationen am 12. Oktober 1624 geschah. Und jetzt in dieser Zeit also ist es so wichtig, positiv zu bleiben, in der Geduld und vor allem achtsam. Ich möchte diesen Podcast eigentlich nennen, das wahre Licht. Denn ja, es gab auch ein unwahres Licht. Von diesen höchsten Kräften, den Overlords, die hier diesen Planeten Jahrtausende beherrscht haben, wurde auch der Reinkarnationsprozess manipuliert und getäuscht. Das heißt, und ich habe das selbst erlebt, dieses Licht, es wurde mit außerirdischer Technik ein Licht erzeugt, wenn der Mensch seinen Körper verlassen hat, dass dieses Licht auf den Menschen gestrahlt wurde und ein Hologramm von Jesus Christus gezeigt wurde dazu und der Mensch dann beim Sterben und Verlassen des Körpers in dieses unwahre Licht gegangen ist und seine Seele damit eingefangen wurde. Deswegen nannte man diesen Planeten auch den Gefängnisplaneten Erde. Denn aus diesen Dunkelkräften, außerirdischen Dunkelkräften, wurde dann die Seelenenergie, das Gute, was der Mensch sich erarbeitet hat, die Lebenskraft, abgezogen. Und um das zu erkennen, zu verstehen, ist es wichtig, sich kosmisches Wissen anzuschaffen. Wir sind jetzt wahrlich in einem Systemwechsel. Und diese Sonnenfinsternis ist ein nächster großer Schub dorthin. Ja, deswegen sind auch viele jetzt in einem so starken Reinigungsprozess wie meine Stimme. Ihr Lieben, das wahre Licht. Das wahre Licht fließt zu uns aus der reinen Urschöpferquelle.
Und nur diesem wahren Licht kann sich ein wahrer Mensch, eine frei, wirklich freie Seele anschließen. Denn, wie ich schon sagte, basiert diese Matrix, diese 3D-Matrix, die sich jetzt auflöst, auf eine vollkommene Täuschung. Ja, sogar der Reinkarnationsprozess wurde uns vorgetäuscht und wir wurden gefangen gehalten in dunkel schwingenden negativen Grauzonen der Astralwelt. Und diese Astralwelt, diese Risse in der Astralwelt, die sich jetzt mehr und mehr auflöst und das Licht dort hineinfließt, gibt auch die Dunkelwesen frei, die Dunkelmacht frei, sodass ich jetzt über diese Freigabe des Dunklen alles zeigt. Alles, alles. Dieses wahre, reine, göttliche Schöpferlicht aus dem Urschöpferlicht, aus der Urquelle allen Seins, ist dieses Licht, was jetzt alles heilt. Und umso mehr Licht du in dir trägst, aus diesem wahren, reinen Urlicht deines Ich Bin, ohne Fremdsteuerung, ohne Fremdkontrolle, ohne Fremdenergien, das ist die Reinigung, die jetzt stattfindet. Dieses wahre Licht trägt dich, trägt uns in die fünfte Dimension hinein, in diesen neuen menschlichen Zyklus auf der Erde. Ich wurde gefragt in den Kommentaren, es tut mir leid, ich habe auch ein, zwei Kommentare nicht beantwortet. Es tut mir wirklich leid. Manchmal geht es unter, auch in meinem Alltag. Ich kann da nicht gleich antworten. Ich wurde gefragt, was es mit den Aussagen von Alexander Luang auf sich hat. Und auch ich habe in meinem Studium der irdischen Ebene, der kosmischen Ebene und der intergalaktischen Ebene, dieser drei Ebenen, die Trinität, für mich erfahren, dass jede Dimension und all diese Bewusstseinsebenen, die noch dazwischen sind, ja, jede Dimension, ihre Meister, ihre Engel, ihre Lichtwesen enthält, beherbergt, ja, und man kann das, was auf der Erde geschieht, deswegen werden viele Menschen, sehr viele Menschen jetzt, die erwachen und diese Täuschung erleben, ja, diese Täuschung auf allen Ebenen, wirklich durch alle Dimensionen, hier ist diese Täuschung auf der Erde, Manipulation und Korruption. Ja, uns wird auch zwischendurch die Wahrheit gezeigt, wie ich das schon sagte, aber letztendlich ist alles verdreht, sodass der ganze Geist, der Verstand, alles verdreht ist, alles ist verdreht. Und die Menschen, die jetzt erwachen und diese Täuschung sehen, haben viele Fragen. Warum? Wieso? Weshalb? Wie kann das sein? Und diese Fragen können nur beantwortet werden, umso größer das Bewusstsein ist, dass sich dessen bewusst zu sein. Bewusstsein beinhaltet Wissen. Es zu wissen.
Und das ist immer das göttliche Wissen, die göttliche Intelligenz. Umso mehr Wissen, Bewusstsein dessen, sich dann der Mensch anschafft, aus der irdischen in die kosmische, in die intergalaktische Ebene. Umso bewusster wird der Mensch, natürlich wächst damit enorm die Verantwortung, ja? Und aus diesem Bewusstsein heraus kann das Wissen dann wieder nach unten gebrochen werden auf die Erde und weitergegeben werden und erklärt werden. Du, der du jetzt zuhörst, mit deinem wahren Licht in dir, hast schon so viel Wissen und auch du wirst jetzt dieses wahre Licht weitergeben an die Menschen. Du wirst auch derjenige sein, diejenige, die jetzt die Führung übernimmt, die Führung für sich selbst. Führe dein Selbst in das wahre kosmische Wissen und Bewusstsein. Ich komme nochmal zurück auf das, was Alexander Long beschreibt. Und das ist schon sehr, 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 sehr außerirdisch. Ich bin ein reines Sternenwesen, ja. Und ich habe gelernt in meinem Studium, das ist auch interessant, dass sich für ein tieferes göttliches Bewusstsein auch Gehirnsynapsen wieder entwickeln müssen und zusammenschließen müssen. Das geschieht übrigens durch die Meditation. Und nicht nur Alexander Roang, sondern auch Jason Mason in seinen Büchern Men in Black oder die Gabriela vom Avalon Earth Kanal oder Jan van Helsing beschreiben, dass wir mit diesem Systemwechsel auch, wie drücke ich es aus? Ja, dass wir gesteuert werden und es wird auch noch mehr werden über Quantensysteme, KI, AI auf Englisch. Und spannend dabei ist, dass ich gerade gelesen habe, dass ein Quantencomputer entwickelt wurde, der einen Gehirntumor operieren kann, ein reiner Computer, ähnlich wie die Medbetten, in 30 Minuten. Auf der menschlichen Ebene brauchen wir 5 Stunden dafür, plus Intensivstationen, plus Reha 8 Wochen. Und dieser Quantencomputer wurde jetzt schon entwickelt und das ist alles außerirdische Technologie. Deswegen stimme ich dem, was Alexander Luang beschreibt, in vielem zu. Dieser Quantencomputer für diesen Gehirntumor heißt, glaube ich, TAS 2. Und dazu passt auch, dass das Quantenfinanzsystem jetzt eingesetzt wird. Und auch das ist außerirdische Technik. Alle Banken, das gesamte Bankensystem, wird von riesigen Quantencomputern gesteuert. Überhaupt ist die Saturn-Mond-Matrix, von der wir Jahrtausende lang gesteuert wurden, ein Quantencomputersystem. Ja,
Ja, dieses Quantenfinanzsystem, was der Simon Parks auch beschreibt, ja, ist ja eine Übergangsphase, die das Bankensystem ersetzen soll. Deswegen wird ja Corona genutzt als Vorwand, um vieles zu erneuern und ein neues Bankenfinanzsystem einzuführen. Und dieses Quantenfinanzsystem ist ein Übergang, bis es kein Geld mehr gibt. Interessant und gut ist auch, dass viele Wirtschaftsexperten schon lange darüber berichten, wie zum Beispiel Markus Krall oder wie heißt der andere Finanzexperte, jetzt komme ich nicht drauf, der also auch schon davon berichtet. Und wenn du dir das anschaust von dem Alexander Long zum Beispiel, dann fragst du dich wirklich, was ist hier noch Wahrheit? In diesem, das ist wirklich ein großes Hologramm. Nichts ist wahr. Keine Regierung wird den Menschen helfen. Keine Politiker werden den Menschen helfen. Bis der Mensch erwacht und erkennt, dass er ein göttliches Wesen ist. Aus seinem reinen, höchsten Ich Bin schöpft. Und dass all die wunderbaren Lichtwesen um uns herum, die Engel, die Erzengel, die aufgestiegenen Meister, die sich alle befreit haben und die sich in ihr Ich Bin erhoben haben, und aus diesem Wirken und noch Lichtwesen aus anderen Galaxien, die jetzt zu uns gekommen sind, um uns zu helfen. Mächtige Lichtwesen. Ich erlebe das in der Meditation, wenn ich meditiere, wie sofort meine Aura gereinigt wird, wie die Kommunikation beginnt auf der mentalen Ebene. Alles hat in diesem großen Hologramm seine Berechtigung. Aber unser Planet Erde, Gaia, Gaia ist das Bewusstsein, ja. Gaia ist dieses Ich Bin der Erde. Das befreit sich. Gaia steigt auf. Und wir Menschen sind alle auf der Erde, um Gaia zu dienen. Das ist der höchste Dienst. Der höchste Dienst. Und dem Schöpfer der Schöpfung mit deinem Ich Bin. Und so gibt es viele, wie auch Robert Kaiser heißt er, glaube ich, ne? Diese junge Lichtseele. Viele, die das erkannt, bewusst durchschaut haben. Die sich mit dem wahren Licht verbunden haben. Und durch die Dimensionen, ja, das sind Reisende, wirklich. Durch die Dimensionen reisen, um das wahre Schöpferlicht zu verbreiten. Also ja, für mich ist das stimmig, dass wir über große Quantencomputersysteme komplett gesteuert werden. Und wir werden, wie soll ich das sagen?
Deine reine Seele, andersrum, deine reine Seele ist dein höchstes Bewusstsein. Und in diesem reinen Bewusstsein haben wir immer einen freien Willen. Und der darf niemals umgangen werden. Deswegen hat Jesus Christus auch gesagt, ich bin in dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ja, und es ist jetzt höchste Priorität, achtsam zu sein mit all der Technologie, die jetzt noch freigegeben wird. Die freie Energie sollte schon lange freigegeben werden, aber die Technologie, die kommt und die uns auch hilft, uns Menschen, die das Leben auf der Erde leichter macht, aber dieser Technologie nicht unsere göttliche Macht zu übergeben. Also bleibe in deinem wahren Licht, in deiner wahren Essenz deines Ich Bin. Und ich komme zurück auf die Sonnenfinsternis am 10. Juni. Und wir gehen dann mit großen Schritten auf den 21. Juni zu. Sommersonnenwende. Diese Zeit jetzt ist auch magisch. Sie katapultiert uns in das Meisterbewusstsein, immer wenn du es willst und dir erlaubst. Deswegen sei dir ganz bewusst in diesen Tagen jetzt, ich gucke gerade 10., 11., 12., die kommende Woche, über deine Visionen, über deine Emotionen, über deine Gefühle. Richte dich aus, ja? Richte dich aus. Entgifte dich. Bleibe zuversichtlich. Bleibe in deiner Mitte. Und stell dir immer wieder vor, das Höchste, das Beste, das Schönste. Ich liebe es, wenn Saint Germain sagt, Adamus, erschaffe dir ein großes göttliches Bewusstsein, ja? Denke, fühle, handle groß. Immer im Dienste zum höchsten Wohle. Und halte diese höchste, schönste Perspektive für die neue Erde, die wir jetzt kreieren, die du mitkreierst als Mitschöpfer, der du bist. Ich umarme dich von Herzen. Schön, dass du da bist. Lass uns jetzt wirklich zusammen hinübergehen. Es geht immer um die reine Freiheit, die Wahrheit, die Wahrheit, das wahre Licht. Die reine, bedingungslose Liebe. Alles, alles Liebe, von Herzen Segen. Merci, bye bye. I love you.